So, einen schönen guten Abend. Heute wieder ein Webinar mit mir als China Trader und diesmal erstmals auch mit meinem Anbieter von der Taipan Software, Lenz und Partner. Herzlich willkommen an alle Teilnehmer zum heutigen Webinar. Ich hoffe, Ihnen geht's gut und Sie konnten das Wetter der letzten Tage gut überstehen und jetzt bald die Sonne auch am Wochenende mit genießen. Das Webinar wird wie immer aufgezeichnet. Es gibt für Sie die Möglichkeit, dass Sie Fragen stellen, also auch für alle neuen Teilnehmer nutzen Sie ruhig die Fragefunktion und ich werde dann entsprechend regelmäßig mal reinschauen. Ich habe auch schon die Meldung bekommen, Bild und Ton sind in Ordnung. Da freue ich mich sehr drüber. Ich hoffe, alle können hören und sehen. Sie sollten alle den Monitor sehen mit der Überschrift Webinar erfolgreich handeln mit dem MT Pro Add-on. Dann ja, beginnen wir standardmäßig mit dem Risikohinweis. Börsengeschäfte sind mit erheblichen Risiken verbunden. Wer an den Kapitalmärkten handelt, muss sich vorher eigenständig mit möglichen Risiken vertraut machen. Die folgenden Inhalte stellen keine Aufforderung zum Handeln an den weltweiten Finanz- und Rohstoffmärkten dar. Sie dienen ausschließlich informellen Zwecken sowie der Veranschaulichung und Weiterbildung. Sie sollen dem Zuschauer dabei helfen, eine eigenständige Anlageentscheidung zu erleichtern und ersetzt in keinem Fall eine Anlageberatung nach gesetzlichen Vorschriften. Gleichwohl handeln Sie auf eigenes Risiko und eigene Gefahr. So viel zum wichtigen Risikohinweis. Welche Punkte habe ich heute auf der Uhr? Es ist soweit. Ich habe ja beim letzten Mal ein paar Bilder vorgestellt von den neuen Arbeitsplätzen, die es im Markttechnik Pro Paket im nächsten Update geben wird. Die stelle ich Ihnen heute live vor. Ich habe sie jetzt da. Ich habe sie mitentwickelt und habe jetzt auch das Go bekommen, die einmal live vorzustellen. Danach mache ich wie immer eine Marktbesprechung. Ich schaue auf die Indizes, das heißt die Börsenampel, die kennen ja die Zuschauer, die regelmäßig zuhören, auch. Da schaue ich immer, wie die Indizes sich entwickeln, was die breite Marktstimmung ist. Und danach, weil die Berichtssaison gerade wieder ziemlich ja, gut im Gange ist, werden wir uns hier nochmal darum kümmern, das MT Pro in der Berichtssaison zu benutzen und schauen auch mal auf aktuelle Trades, die hier in diesem Zusammenhang kommen. Die Themen fließen hier teilweise wahrscheinlich auch hin und wieder mal zusammen, weil ich bei der Arbeitsplatzvorstellung sicherlich auch den ein oder anderen Trade mit vorstellen werde, beziehungsweise einfach mal schauen, wie man das Ganze dann macht, wo interessante Dinge sind, wenn wir die sehen. Das werden wir uns dann gleich auch mal direkt mit anschauen. Wie schon gesagt, wenn Sie Fragen haben, dann geben Sie einfach in das Fragefeld Ihre Frage ein und dann kümmere ich mich um die Beantwortung auch im Webinar. Wer im Nachgang noch Fragen zum Webinar hat, der kontaktiert mich einfach über meine Website. Hier unten steht es auch nochmal geschrieben, www.investorschule.de oder Sie schreiben mir einfach eine E-Mail an info@investorschule.de. Auf diese Kontaktanfragen antworte ich auch immer persönlich. Das dauert manchmal ein, zwei Tage, aber Sie können sich sicher sein, dass ich sie persönlich auch beantworten werde. Okay, dann beginnen wir mal mit dem Thema der Arbeitsplätze. Zu den Arbeitsplätzen. Ich habe gestern noch mal mit den Kollegen in Wien telefoniert. Das Update, also das Release, die Veröffentlichung für das Update vom MT Pro Add-on ist für Juni geplant. Wahrscheinlich gleich im Zusammenhang mit dem nächsten großen Update für den Engineer Trader, für die Gesamtsoftware. Und das wird dann auch Ihnen zur Verfügung gestellt. Und all diejenigen, die das MT Pro bereits besitzen, die werden dann informiert. All diejenigen, die das MT Pro noch nicht besitzen, aber erwerben möchten, denen empfehle ich das Ganze einfach über meine Website zu kaufen. Gehen Sie einfach auf die Website. Ich habe dann eine entsprechende Seite für Sie vorbereitet, wo Sie eine Demo anfordern können oder die Software kaufen können. Und für diejenigen, die die Software über mich auch kaufen, gibt es einige Vorteile. Also schauen Sie ruhig mal auf die Website und dann können Sie hier direkt auch von Vorteilen profitieren mit dem Kauf der Software.
Gut, der nächste Punkt, den ich auf der Agenda habe, ist die Anwendung der zusätzlichen Arbeitsplätze. Es wird zwei verschiedene Arbeitsplätze geben. Weshalb zwei verschiedene Arbeitsplätze? Die Idee ist im Endeffekt daher gekommen, dass ich halt durch meine Coachings, durch die Webinare und Seminare, also durch den Kontakt, den ich mit Anwendern der Software habe, immer wieder merke, es gibt so zwei Kategorien von Anwendern. Die einen sind jetzt diejenigen, die mehr so den End-of-Day-Handel betreiben, nach markttechnischen Gesichtspunkten, und die anderen sind die, die mehr das Thema Intraday-Handel betreiben möchten, also eher in den kleineren Zeiteinheiten unterwegs sind. Und die Arbeitsplätze an sich, wenn jetzt alles in einem Arbeitsplatz gemacht wird, dann wird das häufig entweder zu unübersichtlich, sie übersehen gute Trades, die ihnen dann verloren gehen, oder aber die Technik ihres Computers wird doch arg strapaziert. Und aus diesem Grund ist es so, dass ich mit den Kollegen in Wien zwei Arbeitsplätze als Ideengebung entwickelt habe, die das Ganze ein bisschen voneinander auch trennt. Und dann die Seminare beziehungsweise die Signale, nicht die Seminare, die Signale, die Handelssignale ihnen halt aus den Zeiteinheiten gibt, wie sie die ganzen Dinge persönlich auch für sich benötigen. Zum Thema Datenfeed möchte ich hier noch einen Hinweis dazu geben, alles, was mit dem Thema End-of-Day-Handel zu tun hat, das heißt, wenn Sie sich keinen Stundenchart oder darunter anschauen, sondern nur Tageschart und aufwärts von den Zeiteinheiten, können Sie sehr gut mit dem Y-Feed vom Markttechnik Pro Paket benutzen. Also das heißt, Sie können einfach hier bei den Verbindungen den Y-Feed wählen, und dann können Sie die End-of-Day-Daten ganz bequem und ohne irgendwelche Kosten direkt auf Ihr System ziehen. Und dann können Sie sich mit Ihrem Broker zum Beispiel IB verbinden und diese Daten dann auf End-of-Day-Basis, wenn Sie das mögen, wer keine Realtime-Daten braucht, direkt auch zum Broker schicken. Für all diejenigen, die doch lieber die untergeordneten Zeiteinheiten sehen, da zähle ich mich auch dazu, hat das schon seinen Charme, wenn man einen anderen Datenfeed-Anbieter nutzt. Ich benutze sehr gern hier Taipan, weil halt die Datenqualität sehr gut ist und man halt auch in der Menge der Daten nicht wirklich beschränkt ist. Das ist ein sehr, sehr flüssiges und entspanntes Arbeiten mit diesen Daten, und deshalb nutze ich den Datenfeed von Taipan für meine Arbeit. Wie schon gesagt, im End-of-Day-Bereich ist es nicht zwangsweise notwendig, nur wenn Sie die kleineren Zeiteinheiten sehen wollen, dann macht es natürlich Sinn, hier die Daten von einem Datenfeed-Anbieter auch mit zu nutzen. Hier bekomme ich eine Frage eingestellt: Kann man nicht beides machen? Ich weiß nicht genau, was mit der Frage gemeint ist. Könnten Sie bitte die Frage mal etwas konkreter stellen? Dann kann ich Ihnen auch eine direkte Antwort geben. Dann bekomme ich noch eine Frage zum Datenfeed. Braucht man Realtime-Daten oder reicht verzögert, um auf die Stunde zu handeln? Also für die Handelsvorbereitung in dem Sinne reichen vom Prinzip her die verzögerten Daten aus. Und wenn Sie sowieso nicht am PC sitzen, also ich mache jetzt mal hier ein Beispiel, zum Beispiel hier, ich nehme mal den Tag hier drüben ran. Schieb das mal, oder nein, ich nehme gleich die Stunde. Ich schieb mal ganz kurz die Stunde von der Zeit hier ein Stückchen weit rüber, und mache den Chart jetzt mal ganz kurz so, dass Sie es hier sehen. Warten Sie mal, da mache ich das Bild mal ganz kurz groß. So. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben jetzt hier den Stundenchart in der Marktvorbereitung, den Sie sehen, und Sie wollen diesen Trend hier traden, nach oben mit. Dann reicht für die Vorbereitung selbstverständlich der verzögerte Datenfeed aus. Weil was brauchen wir denn jetzt in diesem Endeffekt? Wenn wir wissen, dass dieser Trend sich hier nach oben fortsetzt, also an dieser Stelle, wenn hier die Trendfortsetzung ist, dann wissen wir ja schon eins: Der Markt muss jetzt hier hochlaufen, damit wir getriggert wird. So. Und wenn er hier hochläuft, dann macht er das, ob wir nun zugucken oder ob wir nicht zugucken. Da macht er das, ob Sie Realtime-Daten haben oder verzögerte Daten. Das spielt ja jetzt in dem Moment keine Rolle. Das heißt, in der Vorbereitung ist es problemlos möglich, das Ganze mit den verzögerten Daten
auch zu machen. Das funktioniert ohne weiteres so. Und ich habe auch schon Klienten betreut, die sagen, die arbeiten nur mit verzögerten Daten, weil wenn die Trades einmal gehen, die machen jetzt kein Intraday-Trading, sondern die handeln aus der Stunde in den Tag hinein. Das heißt, dann wird im Endeffekt das große Bild auf Tagesbasis genommen und da muss es sich um einen Aufwärtstrend handeln und den handeln die und die schauen dann halt immer auch nach Tagesschluss rein und die nutzen die kleineren Zeiteinheiten, um in den Trade mit hineinzugehen. Und da gibt es das Ganze dann halt als Vorbereitung, dass man halt einfach sieht, okay, wenn das hier läuft, also was wir jetzt auch hier sehen, die aufwärts bewegen, die Korrektur bewegen, sie müssten ja dann hier oben drüber laufen, damit sie jetzt den Trend hier wieder haben und sie können die Order hier reinlegen und das geht auch mit verzögerten Daten. Man muss sich halt damit einfach wohlfühlen, aber ich sage Ihnen so, wie es ist, wenn Sie im ja, Büro auf Arbeit sind und Sie haben die Orders morgens eingestellt, ist der US-Markt oder der deutsche Markt vielleicht sogar noch geschlossen. Da macht es keinen Sinn, wenn Sie Realtime-Daten nutzen, wenn Sie sowieso nicht dran sind, da können Sie das Ganze auch mit verzögerten Daten machen. Diejenigen von Ihnen, die live davor sitzen und vielleicht auch aus den kleineren Zeiteinheiten traden, da kommen Sie nicht um Realtime-Daten umhin. Okay, habe ich die Frage damit gut genug beantwortet? Wenn nicht, einfach nochmal nachfragen. Dann habe ich jetzt noch die Information bekommen zur ersten Frage. Kann man nicht beides machen? End of Day und Intraday Handel. Natürlich können Sie beides machen. Das eine schließt das andere selbstverständlich überhaupt nicht aus. Wir haben diese beiden Arbeitsplätze einfach als Idee gegeben, damit Sie jetzt diejenigen von Ihnen, die rein den Intraday Handel machen oder nur den End of Day Handel, dass die mal zwei Ideen haben, wie so ein Arbeitsplatz ausschauen kann. Ich baue ja mit vielen meiner Klienten auch immer individuelle Arbeitsplätze und da gibt es auch die Kombinationen aus beiden. Sie müssen halt nur eines wissen, dass die Menge an Informationen, die Sie im Intraday-Handel, sage ich mal, verarbeiten können, deutlich eingeschränkt ist. Weil wenn Sie jetzt, sage ich mal, im 5-Minuten-Chart handeln und Sie haben Hunderte oder Tausende von Aktien, ich habe jetzt hier aktuell 1003 Aktien in diesem Arbeitsplatz gelesen, stellen Sie sich mal vor, Sie haben aus diesen 1000 Aktien, haben Sie permanent Signal im 5-Minuten-Chart. Da kommt ja immer mal was. Da ist halt einfach die Problematik gegeben, dass die Menge Sie in dem Moment überfordert. Das heißt, das eine schließt das andere zwar nicht aus, aber wenn Sie alles zur selben Zeit machen wollen, dann wird es halt schwierig. Warum wird es schwierig? Weil Sie sich nicht genug fokussieren können. Also das kennen Sie vielleicht vom Autofahren. Wenn Sie entspannt irgendwo auf der Landstraße fahren, dann können Sie sich Musik anhören, dann können Sie aufs Tacho schauen, dann gucken Sie noch in der Gegend rum und unterhalten sich mit Ihrem Beifahrer. Das ist alles total entspannt möglich. Wenn Sie dann allerdings mal auf der Autobahn unterwegs sind und es fängt plötzlich an zu regnen, Sie haben Aquaplaning und Sie sehen nur 3 Meter vor Ihrem Auto, da ist es vorbei mit der Entspannung, da wird wahrscheinlich noch das Radio ausgemacht und mit dem Nachbarn wird auf alle Fälle nicht mehr gesprochen, sondern es wird sich wirklich extremst konzentriert und so können Sie sich auch das Thema im Intraday-Handel vorstellen. Es wird definitiv in diese Richtung gehen, je fokussierter Sie handeln, je weniger sehen Sie und wenn Sie dann ein oder zwei Titel direkt anschauen und bei anderen 20, 30, 40 anderen Titeln kommen dann Handelssignale, Sie verpassen die einfach, weil Sie sonst immer hin und her springen müssten und das wird etwas schwierig und deshalb haben wir uns hier gesagt, dass es als Idee einfach mal ausreicht, zwei Arbeitsplätze zu geben und jemand, der das beides parallel miteinander machen möchte, ich mache das ja auch so, ich mache meine Tagesvorbereitung für die Aktien, die ich auf Swings haben möchte und dann habe ich mein Daytrade, also mein Desktop, mit dem ich tagsüber arbeite und da habe ich meine Liste, die für die Titel, die tagsüber interessant sind und dann handle ich halt meine Swing-Trades daraus, wenn sie loslaufen, aber auch Intraday-Dinge, die schauen wir uns auch nachher gleich mal an, was da im Bereich jetzt auch in der Berichtssaison für möglich ist, damit Sie da mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Also das fließt so ineinander. Das heißt, jemand, der das hauptberuflich oder stark beruflich, also der weniger durch einen anderen Beruf vom Trading abgelenkt ist, der wird das wahrscheinlich besser mischen können, als jemand, der wirklich 8 Stunden am Tag irgendwo arbeiten geht und noch 2 Stunden Fahrtweg hat, der wird tagsüber nicht die Möglichkeit haben, auch ganz normal zu traden. Von der Seite her gibt es da diese beiden Ideen, die Sie dann auch ohne weiteres anmelden können. Ich bekomme noch eine Frage zu dem Thema Datenfeed. Ich sehe schon, das brennt einigen unter den Nägeln. Hier ist die Frage, ob man, ich lese die mir mal ganz kurz noch komplett durch.
Ich habe hier die Frage bekommen, es gibt Kursindikationen, also Sie kriegen ja im Netz, es gibt ja sehr viele Internetseiten, wo Sie die Kursinformationen, die Kursdaten als sogenannte Kursindikationen gibt. Es gibt beispielsweise auch die Software, die zum Beispiel auch die Kurse umrechnet in Eurokurse von den USA und das Ganze indikativ macht. Das kann man nutzen als grobe Richtlinie. Das ist halt faktisch so. Aber Sie müssen wissen, es sind keine echten Kurse. Das heißt, wenn Sie sich mal einen Chart anschauen, gerade auch vielleicht in den kleineren Zeiteinheiten, wenn Sie sich da einen Chart anschauen, einen rein indikativen Chart und sich dann mal daneben stellen, den Chart mit den Daten der echten Börse, das sind teilweise ziemlich große Abweichungen. Das heißt, für die grobe Richtung geht das. Das ist halt überhaupt kein Problem. Ich weiß, dass gerade für den Privatanwender das Thema der Kursdatenversorgung ja doch ein gewisser Kostenfaktor ist. Von der Seite her auch da ein kleiner Hinweis von mir. Gehen Sie ruhig mal auf meine Internetseite. Sie haben auf der, ich glaube, ich schicke den Link dann einfach mal rüber. Bei den Vorteilen habe ich hier die Information auch zu dem Thema Taipan Kursdatenversorgung. Ich habe mit Taipan ja, gesprochen, was wir mit den Kursdaten machen können. Kommen Sie da ruhig mal auf mich zu, dann kann ich Ihnen das ein oder andere erzählen, wie Sie vielleicht über den Datenfeed von Lenz & Partner noch den ein oder anderen Euro für sich sparen können und trotzdem die Kursdaten bekommen, die Sie brauchen. Also wie schon gesagt, die Kursdaten, die so indikativ sind, das sind halt nur Indikationen und die stimmen nie ganz überein mit den echten Daten. Und wenn es halt blöd läuft, sage ich mal so, wie es ist, kriegen Sie in den indikativen Daten ein Kaufsignal, was im echten Chart noch gar nicht getriggert wird. Dann laufen Sie rein und der echte Chart dreht rum und dann laufen Sie stark ins Minus. Ich persönlich fühle mich mit solchen Dingen nicht wohl und deshalb nutze ich sowas für mich auch nicht zum Handel. Wenn Sie eine grobe Indikation haben wollen, geht das aber wirklich zum Handeln, wenn Sie die Daten brauchen, wann ein Trade aufgemacht wird und so weiter, dann ist es schon besser, immer die Hauptbörse auch anzuschauen. Also das gibt es auch bei uns in Deutschland, wenn Sie sich zum Beispiel, wenn der Haupthandelsplatz Xetra ist und dann gibt es die Aktie noch gehandelt in Frankfurt beispielsweise, wenn Sie sich diese beiden Charts mal anschauen, die sind auch immer mal so ein bisschen unterschiedlich, sehen die aus. Von der Seite her auch der kleine Tipp, wenn Sie tagsüber handeln und Sie handeln auch in kleineren Zeiteinheiten, handeln Sie immer dort, wo die Musik spielt, das heißt, wo das meiste Geld umgeht, weil da sind Sie auf der sicheren Seite, weil das ist einfach genügend Liquidität auch mit da. Okay, also wieder zurück zum Agena Trader Markttechnik Pro. Sie sehen, bei mir hier oben stehen noch das Markttechnik Pro End of D.1. Das ist eine Version, die hatte ich mal überprüft, deshalb habe ich die bei mir auf dem PC mit drauf. Sie kriegen dann natürlich das richtige End of Day Paket. So, worum geht es jetzt hier in diesem Bereich? Also, was Sie sehen, was hier definitiv auch drin geblieben ist, ist hier unten das Thema, dass Sie sehen, wie die Future sich entwickelt für diejenigen, die mal tagsüber sehen wollen, wie das Ganze so läuft, wie der Markt sich bewegt. Ist das eine gute Indikation? Das kann man sicherlich auch mit Kursdaten von der Deutschen Bank oder ähnlichen hinterlegen, dass sie nicht die Future-Daten haben müssen. Das ist aber hier in der Richtung ist es so reingelegt, dass man einfach mal sieht, wenn der Tag jetzt ist, wie läuft es denn? Ist es ein breiter Abwärtstag oder ein Aufwärtstag oder läuft irgendwie gar nichts, sodass man hier einfach was hat. Man hat hier unten einige Futures mit drin liegen. Sie sehen jetzt hier unten beispielsweise auch den DAX. Da sehen Sie halt, okay, wir hatten jetzt mal einen starken Tag nach oben gehabt vor 4 Tagen und seitdem läuft das, dümpelt so ein kleines bisschen mit hin und her. Also hier sehen Sie so den groben Überblick. Dann gibt es hier unten, wie immer, das ist geblieben, die Alarme. Dann haben Sie hier sehr schön die Übersicht über Ihre Konten, die Trades, die Sie gemacht haben, Ausführung, Order Manager, also wichtige Dinge, die Sie als Trader einfach brauchen. Und dann für all diejenigen, die sich auch regelmäßig die Nachrichten mit anschauen bzw. auch beachten, wann es denn Sinn macht, auf Nachrichten auch zu schauen bzw. vom Markt die Finger mal zu lassen, weil irgendwelche wichtigen Nachrichten kommen. Hier gibt es hier unten definitiv auch wieder den Financial-Kalender, den Finanzkalender, wo Sie sich alle Daten auch anschauen können, damit Sie wissen, wann was kommt und Sie können auch ganz normal Alarme setzen, dass Sie vom Server bzw. vom Rechner benachrichtigt werden, um hier ganz normal zu wissen, wann etwas auch mitkommt.
dann gibt es den Screener. Der Screener ist dazu da, dass Sie das Aktienportfolio, das Aktienuniversum, was Sie scannen möchten, in die, sag ich mal, Korrekturen einzuladen. Das heißt, die Markttechnik funktioniert ja hier in diesem Sinne so, dass man die Trenderkennung macht und wir möchten die Trends ja handeln aus den Korrekturen heraus. Und aus diesem Grund werden die Aktien oder das Universum, das Handelsuniversum, was Sie hier scannen, hier auf diese Art und Weise im Screener so sortiert, dass Sie die Großwetterlage vom Prinzip her haben. Und dann geht es dahingehend zu Gange, dass wir hier nicht mehr sagen, wir sortieren in die 4-Sterne- und 5-Sterne-Listen im Long-Bereich, beziehungsweise minus 4, minus 5 und fortfolgende im Short-Bereich, sondern wir haben ja einfach gesagt, was uns interessiert, sind einfach Aktien, die in die Korrektur eintauchen und dann wollen wir einfach sehen, was da los ist. Das heißt, hier geht es jetzt einfach darum, dass wir dann sehen, die Aktien sollen halt einfach in die Korrekturlisten wandern, weil wir wollen ja aus der Korrektur heraus handeln und in den Korrekturlisten gibt es dann entsprechend die Handelssignale, wo wir dann einfach schauen, welches Handelssignal wird denn in welcher Marktphase auch gehandelt. In diesem Feld sehen Sie jetzt auch, da gibt es jetzt keine Charts mehr, weil wir auch gemerkt haben, oder ich persönlich habe das gemerkt, dass erstmal in diese Liste sehr wenig Menschen reinschauen und dann die hier reinschauen, die gucken sich in aller Regel nicht die Charts an, sondern gucken einfach nur, ob alles passt. Von der Seite her, weil das Chart betrachten, läuft dann in den Korrekturlisten. Deswegen haben wir hier das Thema der Charts einfach auch rausgenommen. Das heißt, wir haben hier einfach reingepackt, Großwetterlage und dann ist gut. Den End-of-Day-Screener, den gibt es auch weiterhin, Aktienfilter Long, Aktienfilter Short oder alles, was Sie sich reinbauen wollen. Das können Sie dann natürlich ganz einfach hier in den Screener mit den entsprechenden Listen packen. Und wenn Sie dann hier das Ganze für sich eingerichtet haben, dann machen Sie wieder den Prozess, dass Sie diese Liste entweder händisch in die entsprechenden Filterlisten packen oder aber Sie machen es so, dass das Ganze automatisiert wird. Die Dinge sind ja mittlerweile bekannt. Wer das nicht so genau weiß, der kann sich hier belesen, wie das Ganze funktioniert. Das bringt das Webinar von der Zeit heute nicht her, hier die Fragen intensiv zu klären, was die technische Anwendung jetzt ist. Also da ist alles beim Alten auch geblieben. Das heißt, hier wird alles unautomatisiert gemacht. Das heißt, Sie müssen in dieser Auswertung auch ganz normal von hier händisch die Listen befüllen. Also einmal, ich klicke es doch mal ganz kurz rein. Das heißt, einmal hier vom Prinzip her im End-of-Day-Screener, wenn Sie mit diesen Listen arbeiten, die Liste laden, dann hier die rechte Maustaste klicken und dann replace die entsprechende markttechnische Liste, der Markttechnik-Scanner, den Sie hier brauchen. Da packen Sie es dann einfach rein. Sie sehen, ich habe hier eine ganze Menge Listen, deshalb habe ich mir das Ganze auch automatisiert, dass ich das nicht jeden Tag selber machen muss. Und dann gibt es, ich zeige das jetzt mal hier, die Markttechnik-Liste. So, kleiner Augenblick. Hier, Markttechnik-Screener-Liste. Da replace, also ersetzen im ersten Feld, wenn Sie die Long-Liste oder die Short-Liste nehmen und die zweite Liste wird dann copy, also rein kopiert in diese Liste. Das erste Replacement muss geschehen, damit die Daten, die drin sind, von gestern überschrieben werden und der Rest wird dann einfach mit hineinkopieren einfach reingebracht und das wird dann im Screener gefiltert und die Daten gehen dann ganz normal hier in die Korrekturfelder hinein. Ich schaue mal kurz nach den Fragen und dann bin ich sofort wieder bei Ihnen. So, ich habe mir noch eine Frage bekommen, wo können die Beschreibungen der Serien- und Ausgabewerte der Premium-Indikatoren P123 nachgelesen werden? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das mache ich so extrem selten, dass ich Ihnen ad hoc hier keine Antwort aus dem Ärmel schütteln kann. Ich glaube, es ist hier im Bereich der Online-Hilfe, dass Sie hier gewisse Sachen auch mit drin haben, dass Sie hier vom Prinzip her P123 mit eingeben können. Und dann die Indikatoren bekommen. Ich meine, da mal was gesehen zu haben. Das ist wahrscheinlich jetzt hier etwas tricky für mich schnell auf die Schnelle zu zeigen. Ich habe da die riesengroße Bitte,
dass Sie diese Dinge einfach mal, fragen Sie mal im Support nach oder schauen Sie ins in die Wiki vom oder beziehungsweise ins Forum von Agena Trader. Da ist extrem viel in diese Richtung auch beschrieben, weil ich mache diese Dinge, wenn ich sie auch erkläre, immer live am lebenden Objekt auch, aber so eine richtige Übersicht habe ich eigentlich noch nie, ich habe noch nie danach geguckt. Deswegen weiß ich das auch nicht, wo das steht. Von der Seite her habe ich die herzliche Bitte, seien Sie mir da nicht böse, wenn ich da jetzt keine Live-Auskunft geben kann, wenden Sie sich da mal bitte an den Support. Ich glaube, die Website bietet da auch gute Hilfe, direkt im Chat mit Fragen, und dann kriegen Sie auch dort relativ schnell eine Antwort nach solchen Formularen. Ich kann Ihnen die Dinge aus dem Kopf sagen, wie was funktioniert, aber so eine Übersicht habe ich so hier noch nie gesucht, sagen wir es mal so. Also ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, weil ich sie bisher noch nicht gebraucht hatte. Gut, am nächsten Punkt schauen wir einfach mal jetzt die Korrekturfelder an. Also das heißt, was haben wir hier reingemacht? Sie sehen jetzt hier zwei Charts, zwei verschiedene Zeiteinheiten. Das Ganze kommt auf Tagesbasis. Das heißt hier den Tag und hier die Stunde. Und wenn hier ein Handelssignal auf Tagesbasis zum Beispiel kommt, wie der JP Morgan, dann haben Sie hier die normalen Handelssignale. Hier kommt jetzt das Signal MT Pro Outside Bar. Das heißt, gibt es den Outside Bar, wo der Ausbruch kommt in diesem Bereich. Dann haben Sie das Ganze hier auf Tagesbasis und daneben noch die Stunde. Das heißt, warum ist das da? Weil wir ja aus der Stunde in den Tag hinein handeln. Das heißt, wenn es dieses Signal gibt hier in diesem Bereich, dann lassen wir uns das einfach durch die Stunde bestätigen. Deshalb gibt es auch hier die Marktphasen in der Großwetterlage und in der Signallage. Also der Tag ist hier die Großwetterlage im Endeffekt. Das ist auch der, wo das Signal angezeigt wird, wo die Signallage und das Signal herkommt. Und entstanden ist das Ganze durch die Stunde. Diejenigen, die auch in den Seminaren bei mir schon dabei waren, die wissen jetzt wahrscheinlich blind, was ich hier im Endeffekt meine. Das heißt, sie lassen sich das Signal einfach über den Stundentrend bestätigen und dann geht die Post da ab. Das heißt, deswegen gibt es hier beides. Und warum sind hier die Marktphasen so entscheidend? Wichtig ist halt, wenn Sie jetzt hier so ein Signal sehen, wie zum Beispiel hier den MT Early P3, das ist in der Phase 5.1, das heißt, wir wissen, er ist auf Tagesbasis innerhalb der Korrektur. Jetzt gibt es hier allerdings auf der Signalphase noch die minus 5.3, das heißt, das sehen Sie hier mit einem Blick, der ist noch im Abwärtstrend, und wenn so ein Signal hier gehandelt werden möchte, dann sollte für den sage ich mal, scharfen Einstieg, dann müssen auch beide Zeiteinheiten in die gleiche Richtung laufen. Das heißt, hier muss auf alle Fälle was Grünes stehen, und wenn Sie hier so ein Signal bekommen und die Signallage ist noch im negativen Bereich, dann brauchen Sie hier kurzfristig eigentlich gar nicht reinzuschauen, weil der Markt hier noch gar nichts in dieser Richtung hergibt. Und wenn Sie dann ein Signal haben, wie zum Beispiel hier bei dieser Aktie, da hatten Sie ja das Signal Early P3, das kam in diesem Bereich hier unten mit raus, und die Signallage, also die Großwetterlage, hat das Signal angezeigt und die Signallage hat ebenfalls hier schon wieder den grünen Trend aufgenommen, und Sie bekommen hier auch zusätzlich noch ein Signal, dann sehen Sie halt, hier sehen Sie untergeordnet, gibt es diesen Trend, der läuft hier wieder schön nach oben, dann gab es die Korrektur, und dann können Sie aus solchen Dingen heraus halt aus den Signalen der Stunde in die Signale des Tages auch reinhandeln, und das ist dann so eine Doppelbestätigung vom Signal, und aus diesem Grund macht das die Übersicht hier auch etwas einfacher. So, ich sehe gerade, ich habe gerade in die Fragen rüber geguckt. Einer der Zuhörer hat ja meine Situation, wo ich nicht genau wusste, ob es was zu nachlesen gibt, beziehungsweise wo das steht, gesehen und hat mir hier auch unter die Arme gegriffen. Ich gucke mal ganz kurz, dass ich den Link, vielen Dank, Hans-Peter, für die Hilfe hier. Ich habe jetzt hier einen Link, ich stelle den einfach mal hinein, und dann können Sie sich den alle auch anschauen. Kleinen Augenblick. So. Schauen Sie mal, ich habe den jetzt in den Chat gestellt. Da ist ein Link, wenn Sie da draufklicken, da gibt es Informationen, zumindest ist das aus dem Link heraus erkennbar, über den 1-2-3 Indikator. Ganz vielen herzlichen Dank. Gut, also Sie sehen, es gibt alles. Ich habe es halt noch nicht gebraucht. Von der Seite her schauen Sie an. Ich hoffe, das hilft dann im Endeffekt. Gut, in der Short-Geschichte ist das haargenau das Gleiche. Das
Das Ausschauen ist überall das gleiche. Wir haben da auch großen Wert drauf gelegt, dass Sie immer das gleiche sehen, damit Sie hier nicht durcheinander kommen. Das heißt, es gibt immer vorne die Großwetterlage und daneben dann die direkt untergeordnete Zeiteinheit. Dann haben wir hier wieder die Großwetterlage und die Signallage in diesem Bereich. Also das heißt, so, sage ich mal, übersichtlich ist jetzt der End-of-Day-Arbeitsplatz gestaltet worden und die Übersichtlichkeit geht im anderen Arbeitsplatz auch nicht verloren. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal den Intraday-Arbeitsplatz an und dann werden Sie sehen, dass auch der deutlich kleiner ist als der End-of-Day, beziehungsweise als der klassische Arbeitsplatz, der Standardarbeitsplatz in der Auslieferung. Und jetzt dauert es hier einen ganz kurzen Augenblick, bis das Ganze läuft. Wir haben hier in diesem Bereich auch den End-of-Day-Screener wieder mit drinnen. Für all diejenigen, die kurzfristige Sachen über den End-of-Day-Screener auch mit scannen möchten, den können Sie selbstverständlich einfach mit einbinden in den Scan hier hinein. Der Übersichtlichkeit halber haben wir jetzt hier in der klassischen Auslieferung mal nur eine kurze Währungsliste mit hineingemacht, damit Sie einfach mal sehen können, wie das Ganze funktioniert, wie Sie damit auch arbeiten können und hier im Endeffekt nicht zu viele Signale auch bekommen. Das heißt, wir haben jetzt hier einfach wirklich mal ein paar Währungen in den Scanner hineingenommen. Das ist eine Major-Währungsliste, die hier hinterlegt ist. Und dann sehen Sie jetzt hier ein paar mehr Scanfelder. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei verschiedene Zeiteinheiten, die die Großwetterlage vorgeben. Wir haben einmal den Handel in die Stunde und den Handel in die 10 Minuten hinein. Also für diejenigen, die das markttechnische Trading Intraday auch machen möchten, hier ganz normal Korrektur eine Stunde Long, Korrektur eine Stunde Short, dann handeln Sie zum Beispiel aus dem 10-Minuten-Chart in die Stunde und das Ganze nochmal Korrektur in den 10-Minuten-Long und Korrektur in den 10-Minuten-Short und dann handeln Sie halt aus der kleineren Zeiteinheit eine Minute oder drei Minuten in die 10 Minuten hinein und wie schon gesagt, die Sortierung hier geschieht ganz, ganz automatisch und das läuft dann auch ohne Ihr Zutun in die entsprechenden Korrekturlisten rein und dann sehen Sie hier auch wieder die Gesamtübersicht, die wir vorhin auch schon angesprochen hatten im End-of-Day-Arbeitsplatz. Das heißt, Sie haben jetzt hier wieder die Großwetterlage, die Vorgeberichtung und danach haben Sie noch die untergeordnete Zeiteinheit und dann warten Sie einfach in diesem Bereich ab, ob es hier in der Großwetterlage ein Handelssignal gibt. Also jetzt hier zum Beispiel bei dem Chart Euro-Schweizer-Franken, den wir jetzt hier haben, haben wir jetzt hier in der Trendgröße 2 einen schönen, stabilen, schon weit gelaufenen Aufwärtstrend, der sich aktuell in einer Korrektur befindet. Das heißt, hier gibt es jetzt aktuell nichts, was in die Long-Richtung als Signal handelbar ist. Sie sehen das dann auch in den 10 Minuten. Da haben wir einen Abwärtstrend, der ist ja hier auch ersichtlich. Und aus diesem Grund gibt es jetzt hier in diesem Bereich auch nichts zu handeln. Wir schauen mal einfach in die Shortliste rein. Hier haben wir zum Beispiel den CAN-Dollar und den japanischen Yen. Auch hier sehen Sie wieder die Marktphasen der entsprechenden Großwetterlage und der Signallage. Die sollten für die Webinare bzw. für die Signale auch in die gleiche Richtung laufen. Und hier haben Sie es auch sehr schön gegeben. Die Stunde, hier sehen Sie es, die ist schön abwärts gerichtet. Ich mache auch gleich mal die Trendgröße 2 rein. Also wir haben jetzt hier den Abwärtstrend, der sich hier an dieser Stelle gebildet hat und danach diesen vorhergehenden Aufwärtstrend hier auch gebrochen hat. Und jetzt können wir einfach abwarten, dass wir hier entsprechend die Marktumkehr auch mit sehen. Das heißt, wir hatten ja hier jetzt das Handelssignal Reversal Bar. Das war im Endeffekt hier diese Kerze ist die Reversal Bar Kerze gewesen. Und wenn wir das Ganze jetzt nach unten traden möchten, wollen wir halt in den 10 Minuten sehen, dass sich hier auch was abwärts bildet. Und dann geht die Reise nach unten auch los. Und solange wie das nicht der Fall ist, wird halt das Signal einfach nicht gehandelt. Sie sehen das absolut identische Bild hier oben in den 10 Minuten. Da haben Sie die Großwetterlage vom Prinzip her in den 10 Minuten und entsprechend hier natürlich dann die Gegenzeit, wo Sie
aus der kleinen in die große Zeiteinheit reinhandeln, hier die Minute in die 10 Minuten. Und hier sehen Sie, das ist jetzt der Long Scanner. Und Sie haben jetzt hier beispielsweise beim Australdollar, Neuseeland Dollar die Situation, dass wir hier wieder ein Outside Bar Breakout hatten in die Long Richtung. Die Signallage, also der untergeordnete Trend in der untergeordneten Zeiteinheit, ist allerdings noch abwärts gerichtet. Von der Seite her macht es hier keinen Sinn, jetzt in die Long Richtung zu gehen, wenn der Markt also untergeordnet immer noch innerhalb der Korrektur sich befindet. Das sind die Dinge, die Sie hier sehen, auf einen Blick und dann relativ leicht auch handeln können. Und das sind dann halt einfach nur ein paar Klicks. Wenn Sie jetzt die Stunde, wenn Sie nur Zeit haben, die Stunde zu handeln, dann schauen Sie einfach hier Long oder Short durch. Wenn Sie es kleiner mögen, klicken Sie einfach diese Dinge durch und dann verpassen Sie vom Prinzip her auch keine Trades. Das war so der Hintergedanke des Ganzen. Okay, ich schaue jetzt nochmal kurz in die Fragefelder, ob es zu diesen Arbeitsplätzen Fragen gibt. Wenn es hier keine Fragen gibt, dann schauen wir einfach mal in die weiteren Punkte, die ich auf der Agenda für heute hatte. So, das heißt, ich hatte ja gesagt, ich gehe dann mit Ihnen mal direkt in meinen jetzigen Arbeitsplatz, weil wir gerade die Marktphase haben, wo wir die Quartalszahlen bekommen, habe ich mir, das haben Sie beim letzten Mal auch schon gesehen, bestimmte Sachen voreingestellt, dass ich mit der jetzigen Zeit auch gut arbeiten kann. Mein Lieblingsmarkt ist ja der US-Markt, das wissen viele von Ihnen ja. Und aus diesem Grund habe ich, oh, mir hat es mein Arbeitsplatz zerschossen. So, ich kleinen Augenblick, ich muss mal kurz ein Backup suchen. Mir fehlen hier Daten. So, live ist live, kurzen Augenblick, ich muss mal ganz kurz nachschauen. So. Es geht sofort weiter. Ja, da passt. Jetzt habe ich es wieder da. So. Okay, also, wie schon gesagt, ich arbeite mit dem Edgina Trader Markttechnik Pro Add-on mit den gesamten Bestandteilen und ich passe meine Arbeitsplätze halt manchmal etwas an mit den Dingen, die ich suche, jetzt gerade in der Berichtssaison, wenn ich halt die Zeit habe, auch Intraday zu traden, dann sieht der Arbeitsplatz bei mir etwas anders aus, als wenn ich jetzt den klassischen Handel in den Swing Trades mache. Aus diesem Grund arbeite ich halt immer mal mit unterschiedlichen Arbeitsplätzen. Die Bestandteile allerdings, wie ich handle und aus was ich handle, das ist immer dasselbe. Also das ist halt das Schöne an dem Beruf oder für Sie vielleicht an dem Nebenberuf, dass wir die Dinge, die wir machen, immer gleich machen, aber immer mal an unterschiedlichen Stellen und in unterschiedlichen Nuancen. Das sind halt die Dinge, die dann auch wirklich Spaß machen. Damit hier auch ja nicht immer irgendwie zwangsweise Langeweile aufkommt und man sagt, oh Gott, jetzt ist die Marktphase dort so, wie sie ist und ich kriege jetzt überhaupt keine Signale, dann schauen wir einfach, dass wir die Suche nach den Signalen etwas umstellen, dass wir die Signaltrigger, also die Titel, die wir anschauen, etwas ändern und dann kriegen wir auch da entsprechend die Handelssignale, wenn der Markt halt sich etwas verändert und fertig ist. Die ganze Geschichte, aus diesem Grund gibt es bei mir auch immer mal ein paar Arbeitsplätze zu sehen. Was habe ich hier in diesem Arbeitsplatz? Ich hatte das beim letzten Mal auch schon gesagt, jetzt in der Berichtssaison. Ich schaue mir ganz gerne die Aktien an, die im Endeffekt die ein, zwei Wochen vor Quartalszahleneröffnung kommen, einfach um mal die Trends zu sehen, die sich hier bilden. Und dann schaue ich halt, ob ich vielleicht vor den Zahlen in einen gewissen Trend, der die Erwartungen des Marktes widerspiegelt, schon mit reinkomme, um die Position dann auch herzugeben. Dann schaue ich mir immer die jetzt in der Berichtssaison die täglichen Earnings an, also das heißt diejenigen, die am Vorabend die Zahlen gebracht haben nach Marktschluss. Und die Aktien, die hier vor Markteröffnung entsprechend die Zahlen auch bringen. Und dann
habe ich hier die Gap-Liste. Das heißt, ich möchte einfach sehen, wie die großen Gaps sind und ob es dann eventuell Möglichkeiten gibt, von einer Gegenbewegung zu profitieren oder auch von einer starken Trendbestätigung zu profitieren. Und da sehen Sie jetzt hier entsprechend die Sortierung, wo ich halt immer danach schaue, was gibt sich denn? Die Aktie von Snap beispielsweise, die hat ja heute Morgen, die haben Zahlen gebracht oder gestern Abend, ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher, aber das spielt auch gar nicht so die Rolle, wann das gewesen ist. Sie sehen, dass hier auch die Aktie hier oben war der Schlusskurs gewesen und dann hier 21% tiefer der Eröffnungskurs und dann kann man einfach schauen, ob sich hier etwas nach oben ergibt und die Aktie von Snapchat hatte ich die ganze Zeit auch auf der Uhr, um hier einen Gegentrend bewegen zu machen. Das heißt, Sie sehen das ja auch hier im Minutenchart, der Markt ging hier nach oben, hat korrigiert und hat dann hier ja, fast lethargisch ganz langsam nach oben gekrochen. Das ist für mich zu wenig Bewegung. Und das sind die Dinge, die ich dann halt einfach sehe, wo wir hier im Markttechnik Pro-Paket das Ganze auch schön mitnehmen können, wo Sie die Trends auch gut sehen und wenn sich dann beispielsweise auch Trends bilden, Sie sehen die ja, Sie sind ja nicht blind, solche Geschichten. Also das heißt, wenn wir jetzt hier sowas Brutales haben, dass wir die Trendgröße 3 von der Technik einfach noch nicht angezeigt bekommen, weil es einfach noch nicht möglich ist, durch diese, jetzt sagen wir, das ist ja eine Erosion gewesen, die ist ungleichlich, dann bilden sich halt neue Trends und diese Trends kann man halt handeln und wenn Dynamik dagegen ist, dann sehen Sie es halt auch häufig, dass der Markt einfach dann schön nach oben läuft und dann können Sie ein kurzes Reversal traden. Das macht sich dann halt in den kleinen Zeiteinheiten gut, wenn Sie direkt davor sitzen. Und deswegen schaue ich mir hier dann auch die Performance auf Tagesbasis noch mit an. Und hier habe ich mir etwas reingebaut. Das ist halt ein Bestandteil vom Markttechnik Pro Paket, dass Sie einfach sagen können, okay, wie sieht denn die Trendlage jetzt aus? Haben wir jetzt in 5 Minuten einen Abwärtstrend und auch in der Minute, dann weiß ich, da kann ich mal hinschauen, wenn es hier was Interessantes gibt, dass ich dann aus der Minute in die 5 Minuten hineintraden kann und so suche ich mir dann entsprechend für den Intraday-Handel auch die Trades. Das geht, wie schon gesagt, in beide Richtungen. Schauen Sie mal hier die Aktie von XON, also mit dem Kürzel XON, das ist der blanke Wahnsinn und die war auch richtig gut zu traden. Die hat mit einem Gap geöffnet von knapp 6%. Das sehen Sie hier, das ist das Gap gewesen und danach ist die Aktie so richtig durchgestartet. Das heißt, der war das Gap, dann gab es eine kleine Korrektur und dann das sehen Sie dann halt angezeigt. Dann können Sie richtig schön aus den Korrekturen heraus auch mit rein traden und Sie sehen dann halt hier auch im Tageschart, wo die Musik auch spielt hier unten, dass sie halt die ganze Abwärtsbewegung weg haben und der Markt jetzt hier wirklich nach oben bricht und Sie sehen halt auch, welche Käufergruppen hier in diesen Bereichen auch noch warten können auf Sie. Das heißt, an wen Sie die Aktien auch verkaufen können. Und das sind halt Dinge, die machen dann Spaß, weil die Technik so gut funktioniert und der Markt das Ganze dann auch für Sie leicht anzeigt und Sie sich die Handelssignale auch relativ schnell mit anzeigen lassen können in diesem Bereich. Das heißt, die Aktien, die wir jetzt suchen, die nehme ich mir einfach hier in der Berichtssaison mit hinein und schaue dann einfach, was hier in diesem Bereich mit gewesen ist. Und dann bilde ich mir, wenn ich interessante Titel sehe, manchmal auch die Liste mit den Kandidaten. Und hier sehen Sie es schon, ich lege mir die Kandidaten dann auch hinein und lasse mir hier drüben einfach die Handelssignale anzeigen, die hier dann kommen. Und das sind dann die Dinge, die ich hier regelmäßig beobachte, wo ich mir die Charts auch anschaue. Hier hat man zum Beispiel sehr schöne Aktie mit dem Kürzel OLED, Universal Display Corporation. Sie sehen das hier, wir haben ja einen sehr, sehr schönen Aufwärtstrend über lange Zeit gehabt und dann hatten wir hier so ein schönes, Korrekturmuster, wo wir sehen, der Titel ist quasi in einer langen Bewegung und springt hier in Phase 4 und vielleicht auch ein bisschen, ne, wahrscheinlich ist er gar nicht in die 5 gekommen. Und da können Sie den Markt schön sehen und Sie sehen auch hier unten in den entsprechenden Marktphasen, dass die Voluminas, wie die Voluminas sich entwickeln, da schaue ich ja auch sehr stark drauf. Das Volumen ist halt wichtig. Ich arbeite nicht mit vielen oder ich arbeite mit keinen weiteren Indikatoren, manchmal noch die SMAs in diesem Bereich. Und das sind halt die Dinge, die wir hier dann sehen. Also das ist jetzt hier, wenn Sie es mal so sehen, so vom rein vom Muster her, man nennt das Ganze Cup and Handle, also Cup with Handle. Sie sehen jetzt hier auch den Henkel, wo das Volumen abgenommen hat und die Schlusskurse der letzten Tage sehr schön auch relativ eng aneinander geblieben sind. Das trade ich gerne mit dem Ausbruch und Sie sehen, der Ausbruch, der kam brutal nach oben mit wahnsinnigem Volumen.
Da bin ich nicht mehr reingegangen. Also das war viel zu weit weg. Aber Sie sehen, Sie können es halt einfach beobachten. Das ist halt das Schöne, das ist jetzt mal, was ich vorher hatte mit den Intraday-Geschichten, für diejenigen Händler, die wirklich Zeit haben, am PC zu sitzen. Und das sind jetzt so Geschichten für die End-of-Day-Händler, die das Ganze nebenberuflich machen. Sie können diese Dinge einfach beobachten. Schauen Sie mal, wo hier die Korrekturen angefangen haben. Das hat einfach gedauert. Der Peak war hier gewesen im Februar und der letztendliche Ausbruch kam jetzt Ende April bzw. Anfang Mai. Da ist genügend Zeit, solche Muster auch zu beobachten und das ist das Schöne. Sie lassen sich einfach von den Marktteilnehmern zeigen, was sie gerade machen. Sie sehen das jetzt hier auch durch das Markttechnik Pro-Paket, sehen Sie entsprechend auch die Trends schön eingezeichnet, die Umkehrsignale können Sie sehen und damit macht das Ganze auch Spaß. Und Sie sehen übrigens auch das Gleiche, was Sie hier sehen. Ich komme gleich wieder auf die Aktien, die ich hier in der Liste stehen habe, zurück. Mal kurz auf die Indizes. Wir haben jetzt in den Indizes, ich schaue ja immer auf die Indizes drauf, schauen Sie mal, was wir hier haben. Das ist jetzt mal zum Beispiel der Dow Jones. Wir hatten hier ein schönes Hoch, dann haben wir jetzt richtig schön einen Abwärtstrend gehabt. Dieser Abwärtstrend ist mittlerweile gebrochen worden. Hier, Sie sehen es, also ich glaube, ich brauche hierzu nichts mehr zu sagen, was dieses Bild ist. Das heißt, wir konsolidieren jetzt hier über die Zeit auf relativ hohem Niveau und haben hier auch in den großen Indizes, das sehen Sie auch im S&P 500, da gibt es auch dieses Muster, wo wir hier eine relativ enge Seitwärtsbewegung haben. Und das ist halt gut auch für die Aktien, die wir hier im Moment auf der Uhr mit haben, weil das sind diese Muster, wo wir auch sehen, okay, das sind jetzt Kontraktion über die Zeit, das korrigiert über die Zeit, es geht nicht viel um. Und wenn wir dann in den Einzelaktien auch während dieser Phase relativ niedriges Handelsvolumen sehen, dann ist das eigentlich zumindest in der Vergangenheit immer so gewesen, dass das ein recht bullisches Zeichen ist. Und wenn diese Ausbrüche aus diesen Phasen dann kommen, dann hat das häufig auch einen guten Schub mit nach oben. Das möchte ich Ihnen auch mal zeigen. Zum Beispiel bei der Aktie von Facebook, die hatte ich ja hier auch schon einige Male auf der Uhr mitgehabt, die habe ich auch mittlerweile einige Male getradet. Das heißt, das erste Mal, schauen Sie mal, was wir hier hatten. Wir hatten hier schön eine Tasse mit Henkelformation, einfach herrlich mit zum Traden. Das können Sie wunderbar nutzen, weil wir haben hier das Thema der Aufwärtstrends, wir haben hier die Korrektur, wir haben in diesem Bereich im Henkel abnehmendes Volumen gehabt, enge Kurse und dann läuft der Markt einfach Stück für Stück nach oben. Das war das eine. Der zweite Trade ist in diesem Bereich gelaufen, der dritte Trade in diesem Bereich. Beim letzten Trade bin ich hier quasi rausgeflogen über die Stunde. Über den Stundenchart, da kann man jetzt sagen, Seidel, wieso bist du nicht drin geblieben? Ich habe mich halt hier, weil ich nur die Bewegung getradet habe, bin ich halt rausgeflogen, weil der Stundentrend gebrochen worden ist, halt einfach Pech gewesen. Und damit ist gut. Und jetzt werden wir sehen, wie wir hier auch wieder reinkommen. Aber Sie sehen, wie leicht das mit der Markttechnik ist, hier die Signale auch zu bekommen. Schauen Sie mal, ich habe jetzt hier mal dieses Handelssignal, mit dem ich auch sehr gerne mithandle. Das ist jetzt mein Arbeitsplatz. Da wird natürlich neben dem normalen markttechnischen Signalen hat auch mein Reversal-Pattern mit angezeigt. Sie sehen das hier. Schauen Sie mal, hier schön die Korrektur, hier die Umkehrmuster. Wusch, gibt es nach oben. Hier haben Sie wieder untergeordnet die Korrektur. Hier gibt es das Umkehrmuster. Wusch, geht es nach oben. Also das funktioniert relativ gut, die schönen markttechnischen Signale. Und wenn Sie das Ganze dann einfach mit einsetzen in der Software, dann können Sie hier auch relativ entspannt mit der Software traden und das Ganze auch am Arbeiten machen. Das Gleiche, was wir hier haben, ist bei der Aktie von Light. Die habe ich gefunden über die Quartalszahlen. Da gab es hier an diesem Tag die Zahlen am 4.5. Sie sehen, dass auch der Markt ist da brutal nach oben gesprungen und hat hier diesen Abwärtstrend, der da war, nach oben gerissen. Hat an diesem Tag zwar wieder abverkauft, aber am nächsten Tag, also die nächsten Tage waren halt die Wege nach oben mitgegeben. Und da habe ich halt vom Prinzip her das auch gesehen. Schauen Sie mal, wir haben hier steigende Tiefs in diesem Bereich und es ist echt so leicht und einfach, das Ganze hier zu sehen. Schauen Sie, wir haben jetzt hier diese Aufwärtsbewegung und nebenan schauen wir uns einfach mal den Stundentrend an. Und diejenigen, die die Markttechnik auch kennen und vielleicht auch schon mal bei mir in Ausbildung gewesen sind, sie wissen,
woran man Druck von unten erkennt. Und wenn Sie halt sowas hier sehen, in diesem Bereich, da kommt der Druck von unten. Und wenn es dann hier knallt, knallt es halt richtig. Und da können Sie so einen richtig schönen Schub mit reinnehmen. Und ich hatte meinen letzten Stopp, hatte ich hier unter dieser Kerze. Das heißt, ich bin heute auch rausgeflogen, weil ich halt nur die Bewegung handeln wollte. Aber Sie sehen das halt und Sie können es einfach nutzen und auch entspannt aus dieser Software heraus traden. Und das macht es halt entspannt. Und jetzt gucken wir einfach mal, was kommt. Ob jetzt hier eine schöne Bewegung kommt, wie ich das auch schon häufig gemacht habe, vielleicht eine Flagge, wo wir dann einfach aus der Flagge diesen Trade wieder mit reinnehmen können. Und Sie wissen, dass wenn jetzt hier eine Flagge entsteht, worauf ich jetzt hier auch hinaus will, was dann als nächstes kommen können. Das heißt, wir haben jetzt hier erstmal eine Bewegung nach oben gehabt, die vom Prinzip ja hier diesen Abwärtstrend, also dieses letzte Stück auch vom Abwärtstrend definitiv gebrochen hat. Also hier gab ja diese starke Bewegung, die diesen Aufwärtstrend gebrochen hat. Dann gab es nochmal eine Korrektur, dann hat sich ein Trend gebildet. Der wurde jetzt hier gebrochen. Wir sind jetzt hier in Phase 1 vom Prinzip her. Jetzt könnten wir hier in Phase 2 übergehen. Und wenn es dann wieder nach oben geht, dann haben wir halt auch schön einen Aufwärtstrend. Und dann können wir halt vom Prinzip her nicht nur irgendwas Kleines traden, sondern wirklich schön trendförmig nach oben mit reingehen. Und das sind die Dinge, die Sie hier dann für sich ganz schön und normal mit nutzen können. Das Ganze hat auch sehr gut funktioniert bei der Aktie von Tesla. Die habe ich ja auch immer mal auf dem Schirm bei der Tesla. Das heißt, hier gab es auch, Sie sehen es, ich habe es schon eingemalt, das Tasse mit Hängemuster. Und hier hatten wir dann auch den weiteren Fortverlauf, die Bewegung nach unten. Hier hat man wieder dieses Umkehrmuster in diesem Bereich. Dann schob es den Markt wieder richtig schön nach oben. Jetzt haben wir hier natürlich die Situation, dieser Aufwärtstrend ist erstmal gebrochen und der Markt ist jetzt wahnsinnig nach oben geschossen. Das ist jetzt ein bisschen angeschlagen, aber wer weiß, wie es hier weitergeht. Das ist ein Wert, der häufig teilweise auch relativ volatil ist. Wir schauen einfach, was wird, aber die Markttechnik wird es Ihnen dann auch mit anzeigen. Ja, was habe ich noch auf der Uhr? Das Beispiel habe ich mal drinnen gelassen, weil ich es noch in Beobachtung hatte. Die Aktie LRCX, die hatte ich im letzten Webinar schon vorgestellt und da hatte ich gesagt, jetzt haben wir hier wirklich einen hohen Spike. Ich habe das hier auch mal hingeschrieben, Spike after Earning. Und dann bitte beobachten, jetzt hatten wir diesen riesen Spike nach oben gehabt und jetzt läuft er hier irgendwo so seitlich aus. Das heißt, das ist eine Seitwärtskonsolidierung, die wir hier vom Prinzip her haben. Und wenn Sie mal schauen, gucken Sie mal, was wir hier hatten. Wir hatten ja auch so eine Art Seitwärtskonsolidierung und danach gab es diesen Riesenknall nach oben. Und was sehen wir da untergeordnet in der Stunde? Wir sehen halt in der Stunde die Seitwärtsbewegungen dann. Und wenn das Ganze bricht, dann traden wir hier einfach den Ausbruch, den P2-Ausbruch. Das sind dann die Signale, die Sie hier einfach angezeigt bekommen. Und damit ist das Ganze entspannt machbar, weil Sie kriegen es einfach angezeigt und lassen sich durch die Stunde zeigen, was hier los ist. Wir können ja mal bei der LRX in die Stunde hineinschauen. Also Sie sehen das vom Prinzip her, das ist jetzt hier die Seitwärtsbewegung. Hier oben liegt vom Prinzip her irgendwo der Deckel vom Tages Chart mit drauf und was wir hier vom Prinzip her wollen, das ist die Seitwärtsbewegung, wenn wir hier drüber laufen, die Korrektur abwarten und dann können wir hier einfach das Ganze mit eröffnen und deswegen können Sie hier die Beobachtung ganz speziell in dem Handel Stunde in den Tag hinein auch mitmachen. Okay, jetzt schaue ich mal kurz in die Fragefelder rein. Das Webinar endet oder neigt sich so Stück für Stück dem Ende. Ich gucke mal nach, was noch an Fragen ist. Ich habe jetzt eine längere Frage, die muss ich mal ganz kurz durchlesen. Okay, ich hoffe, dass ich die Frage gut genug beobachte, also oder beantworte. Die Frage ist die gewesen, wenn ich jetzt beispielsweise eine Aktie habe, die auf Tagesbasis in einer Phase 5.1 sich befindet, also wie die Leica beispielsweise, 5.1 ist ja häufig schon relativ weit, also schon ein ganzes Stück zurückgelaufen in Richtung P2. Und da ist die Frage, ob es sinnvoll ist, diese Aktie dann zu handeln oder nicht zu handeln. Da in diesem Bereich kommt es halt wirklich darauf an, was Sie machen möchten. Wenn Sie einen Trend traden möchten und Sie wollen Ihre Positionen vom Prinzip her aufbauen, um dann den großen Trend miteinander auch zu traden, ne? Dann kann man solche Sachen natürlich auch mit dem Ausbruch auf dem P2 oder schon etwas vorher kaufen, wenn man halt wirklich
die Idee hat, einen Trend lange zu handeln. Und Sie sehen das hier beispielsweise auch an der Light. Es ist ja schön, ein Aufwärtstrend, der schon ziemlich lange auch andauert. Also alleine mit der Charthistorie, die wir hier haben, die seit 2015 anhält, der ist ja im Bereich von 20 Euro, er ist ja schön nach oben gelaufen, der Titel. Und wenn Sie so einen Trend vom Prinzip her traden wollen, im Großen vielleicht auch, dann können Sie sowas schon machen, wenn der Trend noch jung ist. Wenn Sie allerdings den Bewegungshandel machen möchten und die Idee haben, okay, Sie handeln vielleicht bis zum aktuellen Punkt 2 nach oben und dann wollen Sie den Stopp schon eng nachziehen, da macht es natürlich keinen Sinn mehr, weil der Sinn und Zweck von einem tiefen Korrekturhandel ist ja der, dass Sie so früh wie möglich in die tiefe Korrektur reinkommen. Das heißt, der Titel korrigiert tief und Sie kommen dann hier unten rein. Hier, gucken Sie mal, hier ist das erste Umkehrsignal gewesen. Da macht das natürlich Sinn, weil Sie haben genug Luft nach oben zum Traden. Wenn der Wert schon hier steht, für den Bewegungshandel bis zum Punkt 2 ist dann halt nicht mehr viel Platz. Von der Seite her mache ich persönlich das nicht. Das ist so Geschmackssache, aber mein Stil ist es nicht, wenn ich den reinen Bewegungshandel machen möchte, hier so kurz vor dem Punkt 2 noch eine Position zu eröffnen. So, jetzt lese ich die Frage mal kurz noch weiter. Mir kommt jetzt noch die Frage, was wichtiger ist, ob der Kurs auf Tagesbasis nah am P3 ist oder die Stunde noch nah am P3 ist. Also vom Prinzip her ist es relativ, ich hoffe, ich habe die Frage jetzt richtig verstanden, vom Prinzip her ist es da relativ egal, welchen Chart Sie sich anschauen. Wenn der Punkt 3 zum Beispiel hier unten bei 32 ist, dann ist das der Punkt 3 in dem Trend vorgebenden Chart, das heißt in der Großwetterlage. Und dann haben Sie vom Prinzip her den gleichen Preis natürlich auch im Stundenchart. Das heißt, der Stundenchart dreht aber irgendwo da unten rum und dann läuft er halt hoch. Und wenn der Stundenchart dann halt bei 40 ist und nicht mehr bei 33, dann ist natürlich der Tageschart auch bei 33. Also wir können ja den Markt nicht zwingen, weil wir hier so ein Umkehrsignal haben. Dann ist ja die Stunde in genau derselben Situation, wie wir jetzt hier den Tag haben. Und das sind die Dinge, die sind immer gleich, weil da fließt das Ganze ja auch miteinander zusammen. So. Okay, also wenn Sie natürlich, ich habe jetzt hier noch die Frage bekommen, der Tag ist die Großwetterlage, aber es soll gehandelt werden in den Trend der Stunde. Das heißt, Sie handeln aus der kleineren Zeiteinheit in die Stunde. Da ist es natürlich wichtig zu wissen, dass die Stunde noch nicht so weit gelaufen ist, klar, und die Stunde noch nicht alt genug, also noch nicht so alt ist. Also das heißt, wenn der Titel jetzt schon hier kurz vorm Punkt 2 steht, dann ist natürlich auch die Gefahr groß, dass der Bewegungstrend in der Stunde bricht. Das heißt, wenn Sie hier einen Trend in der Stunde handeln, der schon relativ weit am alten Punkt 2 steht, also wie wir das jetzt hier haben, wenn Sie diesen Trend, gucken Sie mal, wie weit der hier schon gelaufen ist, wenn Sie den jetzt hier oben noch handeln, dann besteht natürlich auch die Gefahr, dass dieser Trend bricht. Das heißt, wenn Sie ihn dann aus den 10 Minuten zum Beispiel in die Stunde handeln wollen und die Stunde ist schon im Tag sehr weit gelaufen und am P2 angekommen, dann steigt dann natürlich die Gefahr, dass dieser Punkt vom Prinzip her bricht oder dieser Trend an dieser Stelle gebrochen wird, einfach weil die Bewegung der Stunde am Tag oben angekommen ist und man halt dort häufig, wenn der Markt nicht jetzt extrem bullisch ist und alles da oben rausschiebt, diese Bereiche nutzt, um einfach mal kurz zu korrigieren. Und wenn Sie mit so einem Trade quasi aus der 10 Minuten in die Stunde handeln und die Stunde bricht dann haben Sie natürlich die Problematik, dass die Stunde mal stark brechen kann und dann der Trade gegen Sie läuft. Okay, ich hoffe, die Frage habe ich gut genug auch beantwortet. Also Sie sehen, stellen Sie ruhig Fragen. Ich versuche die auch in Gänze zu beantworten. Sehr schön. An dieser Stelle möchte ich ja meinen Teil für heute beenden. Ich sehe gerade Fragen, kommen auch gerade keine. Ich hoffe, die letzte Frage habe ich auch so beantwortet, dass Sie damit etwas anfangen können. Wenn Sie mögen, dann können Sie das Webinar auch sehr, sehr gerne noch einmal nachschauen. Ich habe auf meiner Website für Sie ja auch ein Webinar-Archiv zur Verfügung gestellt. Das heißt, Sie finden das hier unter dem Thema Webinare zur Wunschzeit. Und sobald das Ganze
seitens Agina Schröder hochgeladen wurde, sehen Sie halt die Webinaraufzeichnung auch hier. Sie können hier auch auf alle von mir gehaltenen Webinare zurückgreifen und das Ganze auch nochmal Revue passieren lassen. An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen bedanken, wünsche Ihnen einen angenehmen Abend, ein schönes Wochenende, gute Trades und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, eine gute Zeit, Ihr Mike Seidel.